Reden ist schon schwer, wa? Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute gibt es mal ein kleines Infovideo zum Kanal. Denn ich glaube, vielen Leuten ist nicht ganz genau bewusst, welche Spiele so überhaupt zum Kanal gehören, beziehungsweise welche Spiele jetzt auch demnächst wegfallen werden. Ganz vorweg kann ich schon mal all diejenigen beruhigen, die Angst haben, dass Sea of Thieves wegfällt. Nein, das wird nicht passieren und das wird auch in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahr, nächstes oder wie auch immer, wie lange dieser Kanal halt auch immer bestehen bleibt, nicht passieren. Denn der Kanal ist ja prinzipiell aus diesem Spiel erst hervorgegangen, beziehungsweise er konnte erst durch dieses Spiel wirklich wachsen. Deswegen wird dieses Spiel, solange Rare es nicht in den Boden kloppt oder irgendwie kompletten Unsinn damit macht, ewiger Bestandteil des Kanals bleiben. Also da keine Sorge. Wenn ihr deswegen den Kanal abonniert habt, dann keine Sorge, die Videos kommen weiterhin, auch wenn andere Spiele dazukommen werden. Jetzt ist aber die Frage, welche Spiele gehören denn neben Sea of Thieves noch zum Kanal? Der neueste Zugang ist The Outer Worlds und ich glaube, das ist ein Spiel, was wirklich sehr, sehr cool werden kann. Es ist tatsächlich jetzt mal kein Online-Spiel, aber ich denke mal, auch mit einem Singleplayer-Spiel kann man ganz gut Videos machen, beziehungsweise darüber Videos machen. Und ich freue mich schon sehr auf das Spiel und es wird auf jeden Fall in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr vermute ich mal definitiv Bestandteil des Kanals bleiben. Dann haben wir ja ebenfalls noch als jüngeren Zugang Fallout 76. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, was es bald nicht mehr auf diesem Kanal geben wird, beziehungsweise wo ab jetzt schon eigentlich keine weiteren Videos mehr kommen werden. Das Spiel macht mir leider absolut keinen Spaß mehr. Ich habe dem Spiel wirklich viele Chancen gegeben, ich habe mich auf das Spiel auch sehr gefreut und auch mein Kumpel, mit dem ich das Spiel zusammen gespielt habe, hat mittlerweile auch komplett aufgehört, es zu spielen und deswegen ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen muss, nee, das Spiel gehört einfach jetzt nicht mehr zum Kanal, denn ich kann über kein Spiel Videos machen, an dem ich einfach selber keinen Spaß habe. Ich denke mal, das leuchtet relativ stark ein. Dann haben wir aber auch noch Skull and Bones. Und Skull and Bones ist eigentlich schon, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr ungefähr, vielleicht sogar schon etwas länger, Bestandteil des Kanals. Der Grund, warum da keine Videos gekommen sind, ist ganz einfach. Es gibt keine Neuigkeiten. Also die Entwickler hauen gar nichts raus. Also null, nada. Es kommen keinerlei Infos. Es kommt jetzt am Montag oder am Sonntag ein Skull and Bones Video. Wann genau, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie rum ich das drehe mit den anderen Videos dann. Aber wie gesagt, Skull & Bones gehört definitiv zum Kanal und sobald wieder mehr Infos kommen, kommen auch wieder mehr Videos, beziehungsweise kommen überhaupt mal wieder Videos. Denn es ist ein Spiel, was ich auf der Gamescom anzocken konnte, es hat mir Spaß gemacht und ich glaube, da steckt tatsächlich auch eine Menge Potenzial dahinter. Also, wenn ihr Skull & Bones mögt, seid ihr hier ebenfalls richtig. Und jetzt kommt ein Neuzugang. Ich habe ja vergangene Tage eine kleine Umfrage gemacht und habe dann gefragt, so, was würdet ihr euch wünschen? The Division, sonstige Spiele oder vielleicht Anthem? Und Anthem hat bei denen quasi bei der Abstimmung dann deutlich überwiegt. Das wollen anscheinend einige sehen. Und ich habe Anthem bereits in der Alpha gespielt. Das war sehr, sehr cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist ein Spiel, auch wenn es von EA ist, ich weiß, was wirklich gut werden könnte. Und auch das, was man jetzt momentan darüber lesen kann, klingt wirklich vielversprechend. Deswegen wird in den nächsten Tagen, wann genau weiß ich noch nicht, ein Anthem-Video kommen. Also das wird ab jetzt bald Bestandteil des Kanals werden. Genau, falls euch das Spiel interessiert, seid ihr ebenfalls genau richtig. Wenn ihr jetzt den Kanal wegen Fallout 76 abonniert habt, dann muss ich leider sagen, das ist dann nicht mehr euer Kanal dafür. Da gibt es andere Kanäle, die wirklich auch sehr, sehr gute Videos darüber machen, die ich auch mir selber immer noch angucke, auch wenn ich das Spiel nicht mehr spiele. Und genau, das sind quasi jetzt so die Pläne bzw. die Spiele für 2019, die uns das Jahr über begleiten werden. Und ich bin mal sehr gespannt, welche Richtung das dann alles gehen wird, was für Videos kommen werden. Ich möchte nämlich auch versuchen, dass die Videos vielleicht in der nächsten Zeit ein klein wenig anders werden. Aber da bastel ich so insgeheim so einen kleinen Weg drumherum. Aber das werdet ihr jetzt nicht so großartig mitbekommen. Das war es jetzt soweit auch erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefallen die Spiele, die jetzt anstehen werden. Und dann bedanke ich mich einfach nur noch recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.